Ja, spannend gefunden. Witzig. Grandios. Sehr gut. Sehr stimmig. Fantastisch. Sehr gut, hat es mir gefallen. Es war witzig, mir hat die Figuren vor allem gefallen, die immer wieder auftaucht sind. Und dann eben auch die Inszenierung von den 150 Jahren Rotes Kreuz, Solferino, Erdbeben. Also wirklich da die Eckpunkte vom Roten Kreuz. Und ja, auch das Jahr wieder war faszinierend. Das Finale ist mir eingefahren. Die Tonqualität war sehr gut gewesen. Die ganze Geschichte und die Story, die erzählt wird. Und das passt vor allem auch auf die Fassade des Bundeshauses. Rotes Kreuz, Schweizer Kreuz, irgendwie gehört es zusammen. Geschichte, die erzählt wurde, wo man viele Elemente kennt, andere vielleicht schon weiter zurückliegen, die auf eine einfache, zugängliche Art zu bringen, animiert, mit Herz, das ist eine wunderbare Geschichte. Also mal die Animation ist unglaublich gelungen. Und auch die Musik, das ist das mal ein Element, das mir viel mehr aufgefallen ist als in der Vergangenheit. Das ist so richtig rhythmisch und es fängt richtig, das anzuschauen. Das habe ich wirklich sehr viele neue Sachen gesehen, überraschende Sachen gesehen. Und ich muss wirklich sagen, es ist jedes Jahr ist wirklich faszinierend, jedes Jahr, was man mit so einer Fassade, die eigentlich statisch einfach schon da steht, kann anstellen, hat mir jetzt extrem gefallen. Irgendwie finde ich, passt das Thema mal nicht so ein locker leichtes Thema, sondern ein bisschen schweres Thema auch recht gut zu unserer Zeit, die halt wirklich einfach geprägt ist von Haufen Elend und schweren Sachen. Was speziell hat euch gefallen? Also jetzt am Schluss so die Farben. Die Musik war sehr gut. Ja, und das Thema halt auch. Weil das Rotkreuz sollte man schon würdigen. Mich hat euch die auffallend abwechslungsreiche Szenerie. Das ist ja der Vorteil, wenn man rund um den Bundesplatz schaut, hat man nicht kalt. Das ist der einzige Moment in diesem Übergang von Herbst zu Winter, wo ich das Gefühl habe, man hat nicht kalt. Also man kann dort stehen, man ist gepackt und man merkt nicht, dass es kalt ist. Die Lichtshow, das Tonspektakel, das braucht ja die Dunkelheit. Und es braucht in dem Sinne irgendwo die grosse Bühne und das ist jetzt das Bundeshaus. Und von dem her hat man dort eigentlich nachher immer eine warme Stimmung, wenn man den Leuten zulässt, links und rechts, wie wieder jemand irgendetwas anderes wertet, wie jemand in dem Sinne irgendwo einen Juchzer hat oder irgendetwas schön findet, dann ist das immer ein angenehmes Gefühl und eine schöne Stimmung. Es hat einmal mehr gezeigt, das Rendezvous Bundesplatz lockt Zehntausende von Leuten an. Es ist jetzt schon der Bundesplatz wieder voll gewesen und das wird massiv zunehmen im Verlauf der nächsten Wochen, wo man weiss, dass es wirklich auch über die Bühne geht. Also ist Publikumsmagnet sondergleichen. Wir waren schon älter. So gesehen war es eine sehr gute Atmosphäre. Die Leute mussten nicht gütteln. Und man hat es gespürt, die Leute haben geklatscht, haben Freude gehabt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gelungener Anlass. Die Atmosphäre habe ich sehr schön gefunden. Ich habe die Musik sehr stimmungsvoll gefunden. Man konnte so mittanzeln. Wirklich sehr schön. Wir waren sehr gespannt, was sich erwartet das Jahr. Und dann gegen Schluss hat man so gemerkt, so einen herzlichen Applaus.
Und das ist wahrscheinlich so ein erster Hinweis darauf, dass es den Leuten sehr gut gefällt. Ich habe es super gefunden, also es hat mir wirklich sehr gefallen. Vor allem die Musik ist toll, Aktion. Ja, es war schön gesehen, sehr schön gesehen. Das war wirklich, wirklich cool. Yes, the show was fantastic. Gute Sache, kreativ, wunderbar. Also ich fand es super, gefunden. Ich komme es jedes Jahr schauen und es war heute wirklich speziell und ja, auf das Thema gebracht halt. Rotkreuz. Also, voll begeistert. Für Bern ist es ein riesen Gewinn. Ich meine, es ist eines von diesen Anlässen im Jahr. Fast 500.000 Leute, die auf Bern kommen, das schauen können. Es ist ein Stolz, der uns immer erfüllt, dass das in Bern stattfindet, dass das zum sechsten Mal in Bern stattfindet. Also, wir sind fasziniert und mit Freude erfüllt. Es ist nicht ein leichtes Thema, sondern wenn man schaut, dass das Rote Kreuz auf der ganzen Welt bewegt, was die Leute einsetzen, Freiwilligenarbeit, dann ist das eben eine ganz wichtige Story. Und ich glaube, solange dass man den Weg kann gehen von diesen wichtigen Themen, wenn es relevant bleibt für die Menschen, dann wird dort das Rendezvous am Bundesplatz da sein. Also es sind Bilder, die um die Welt gehen, es sind Bilder, die Emotionen wecken, es sind Bilder, die bewegen. Und von dort her gesehen, etwas Besseres könnte es eigentlich gar nicht passieren. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist wirklich ein Event, das hier zum Kanton Bern, zu der Stadt Bern gehört. Und ich hoffe doch, dass es so zukünftig einen solchen Anlass wieder geben wird. Das ist ein Projekt, das viele Hürden nehmen müssen, bis es so können stattfinden das erste Mal. Und das haben wir sehr lobenswert gefunden und mutig. Und darum unterstützen wir das auch.